Wir schaffen es niemals auszugleichen. Ich hoffe, dass durch die Werbung und dass einfach mehr Leute kommen. Und da wir in einem Touristengebiet sind, sollte ich Touristen ansprechen. Aber Plakate, ja gut, die fahren dran vorbei, sollte man meinen. Schauen wir mal. Ich würde sagen, den Tag spielen wir jetzt noch. Und dann würde ich jetzt erstmal die Aufnahme beenden. Oder pausieren, kann sein, ich hänge da noch eine ran. Das bin ich mir nicht ganz so sicher. Weil so langsam kriege ich nämlich Hunger. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Schauen wir mal, was passiert. Aber die 1000 hole ich niemals rein. Die Preise sind okay bis jetzt. Natürlich, die Besserverdiener zahlen natürlich ein bisschen mehr. Wir könnten auch einzelne Preise anheben. Das würde uns auch nochmal ein gewisses Plus geben. Zum Beispiel Fleischgerichte könnte man um 1 Dollar teurer machen. Das muss man rausfinden tatsächlich. Das ist was, was man wirklich rausfinden muss. Da kommt man gar nicht drum rum, weil ich sauf hier irgendwie in meinem Stuhl ab. Jetzt schauen wir mal. Wir haben Wochenende, es müssten viele Touristen kommen. Wir sind ja an einer stark befahrenen Straße. Wir haben das ganze Restaurant Impelik. Impelik. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Sind wir eigentlich in der Beliebtheit gestiegen? Ich glaube nicht, ne? Da haben wir keinen Aufstieg bekommen gehabt. Man könnte ja auch mal einen Rabatttag einführen oder irgend sowas. Es warten 5 Leute draußen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da verkacken, ob uns die Leute weglaufen. Ah, na, schneller, 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 schneller. Oh nein, wir bräuchten jemanden, der die Leute reinholt. 8 Leute. Hol die Leute rein. Mann, die haben 2 Minuten gegessen und heulen rum. Verpisst euch. Will euch hier gar nicht haben. Einer ist schon davon gelaufen. Oh, es sind welche davon gelaufen. Nein, uns hauen die Leute ab. Die Kellner kommen nicht hinterher. Wir brauchen noch jemanden. Würdet ihr mal die Leute reinholen? Danke, jetzt sind sie alle abgehauen. Da waren Tische frei. 8 Leute standen draußen. 8! Acht zahlende Kunden. Was steht hier oben? Moment. Ich kann nicht glauben, dass ein Ort wie dieser schreckliches Essen serviert. Die Qualität ist wirklich niedrig. Da ich ja schließlich der Chef bin, muss ich es auf mich nehmen, ob es mir gefällt oder nicht. Kann man während eines laufenden Tages Personal einstellen? Ich brauche dringend einen Kellner. Wir skillen den kurz. Okay. Weiter geht's. Hoffen wir mal, dass das so funktioniert hat. Jetzt. Macht natürlich wieder Minus, aber wir müssen investieren und hoffen, dass es irgendwann steil bergauf geht, weil wir brauchen die Leute, die draußen stehen. Das geht einfach nicht. Und die Leute müssen schnell ihr Essen bekommen. Für die Qualität bin natürlich ich zuständig und für die Sauberkeit und alles drum und dran. Tralalalala.
Oh, ich habe die Ding-App noch an. Oh, nimm mal diesen widerlichen, bösen Smileys, da könnte ich kotzen. Das echt nervt. Es ist echt nervig. Das ist wirklich nervig. Wenn die ständig. Und du kriegst es ja auch nicht irgendwie hin und gesagt und keine Ahnung, was weiß ich. Wir lassen Carlos jetzt bis Ultimo arbeiten. Und geben ihm mal eine Pause. So, nur muss ich ihn entlassen. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Wenn man das wissen würde, ne? Wie, warum, weshalb und wieso und keine Ahnung, das so ist, warum die mir böse Smileys geben, dann wäre das cool, ne? Ich meine, ich gucke meine Reviews an und dann heißt es, ja, alles geil, alles supi, alles mega. Der eine heult rum, weil er keine Selfies machen darf. Heul nicht, mach halt einfach kein Selfie beim Essen. Und dann kriegst du negative Kritiken, was auch schon passiert ist, nachdem es eigentlich super gelaufen ist. Ne, also, verstehe ich manchmal nicht so recht. Wir machen plus, wir machen das schnell, das ist gut. Ich müsste nochmal irgendwann in den Koch investieren, der gute Skills hat. Weil das ist natürlich, ich bin relativ low angesetzt und Skillpunkte sind natürlich erforderlich. Ich habe schon wieder Essensskills gekriegt. Die bringen mir aber jetzt im ersten Moment nicht viel. Die Kunden müssen schnell bedient werden. Die Kunden müssen schnell ihr Essen haben. Schnell reingeholt werden. Im Moment wartet keiner draußen. Das sehen wir hier oben an dem kleinen Türchen. Hier steht 0 drunter. Das heißt, es warten draußen keine. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof, das richtig zu spielen. Kann auch sein, ich weiß nicht, aber ich mache es so, wie es geht. Der reagiert sofort, finde ich supi. Wir müssen mal schauen. Also wie gesagt, den Tag nehme ich jetzt noch mit. Wir sind bei 3 p.m. Also 15 Uhr in dem Sinne. Die Stoßzeit kommt noch. Es ist gut besucht. Müssen wir abwarten, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ja. Oder es ist doch ein kleines Let's Show, Let's Play, keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz so sicher gerade im Moment. Auf jeden Fall wollte ich was machen, wo nicht schon wieder im Dunkeln ist. Ich habe schon wieder ein Horrorspiel im Petto, das ich spielen will, aber im Moment bin ich jetzt gerade eher, möchte ich im Hellen sein. Vor allem ist es halt blöd, wenn man draußen, sag ich mal, Sonne brennt vom Himmel. Draußen heizt sich die Luft auf. Die sind alle krantig und ich kriege aber trotzdem gute Kritik. Versteht das jemand? Ich hoffe, dass mit der Reinigung wurde übernommen. Das weh ist der Geier. Ich überlege gerade, was ich gerade sagen wollte. Bin schon wieder daneben. Mein Hirn ist manchmal ein Sieb. So, jetzt pass mal auf. Fäng ich schon ziemlich am Ende. Felix arbeitet sich einen Ast.
Bei mir und bei Olga geht's tatsächlich. Sie macht dann ein leckeres Borscht. Da, alles pissig. Mir geht das auf den Sack. Ich muss mir das im nächsten Spielstand wieder anschauen. Was ist hier oben los? Was denn? Ich verstehe es nicht. Touristenfalle, massiv essen. Ich kann es nicht anklicken. Es ist einfach Fakt. Ich kann es nicht anklicken. Ich habe keine Ahnung. Manchmal verstehe ich es nicht. Boah, ich werde auch gerade ein bisschen lätschig. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach nichts gegessen habe. Muss mir, glaube ich, nachher einen Kaffee holen. Ich bin wieder bei 2000 minus. Logischerweise, weil ich gerade schon wieder eine Ausgabe getätigt habe. Aber irgendwas muss ich ja machen, damit sich hier irgendwas verbessert, ne? Irgendwas muss man machen. Ist die Webcam eigentlich zu groß? Ich sehe gerade. Ihr seht die Zeitanzeige gar nicht und wie schnell ich das Spiel spiele. Also gerade unten rechts hinter der Cam. Also da, wo jetzt meine Maus hin verschwindet. Hier ist die Zeitanzeige. Also, wie viel Uhr am Tag ist und das alles. Aber das Wichtigste seht ihr, spielt sich ja dann hier in dem Bereich und da hier an der Seite ab, so ein bisschen. Boah, wie ich es hasse. Ich will das so eingestellt lassen. Lass den Käse doch mal. Mann, Mann, Mann. Ich will das komplette Restaurant im Ding haben. So, wenn es auf Abend zugeht, gibt es nochmal eine Stoßzeit. Dann kann es sein, wir brauchen den Felix. Wir schicken Feng jetzt mal in die Pause. Das geht relativ langsam tatsächlich. Wir haben gerade im Moment so wenig Leute, dass es alles so funktioniert mit zwei. Theoretisch kann es auch einer stemmen, oder? Was manchmal auch in einem anderen Spielstand, was mir mal aufgefallen ist, was mir gerade einfällt, ist, dass ich, also mein Avatar, manchmal die Angewohnheit hatte, bevor sie losgekocht hat, aus der Küche rauszulaufen, aus dem Restaurant raus ist, einmal um das komplette Gebäude rumgegangen ist und wieder zurück in die Küche gegangen, also in die Küche zurückgegangen ist und angefangen hat zu kochen. Absolut, finde ich komisch. Weiß nicht, warum der Avatar das gemacht hat. Ist mir ein Ding, das ich nicht ganz nachvollziehen kann. Habe ich immer nicht verstanden, warum der Avatar das gemacht hat. Der ist wirklich rausgelaufen aus der Küche, obwohl die Kellner gerade Bestellungen abgegeben hatten. Die ist rausgelaufen, einmal um das komplette Gebäude rum, kam zurück und hat dann angefangen zu kochen. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob es in Early Access ist. Ich glaube, es ist auch nicht in Early Access. Au, das habe ich mir gerade das Headset so runtergezogen.
Mal gucken, ob wir dieses Minus irgendwann wegkriegen. Ich glaub's nämlich nicht. Nee, wir machen jetzt gleich nochmal Minus. Wir müssten diese 1000, müssten wir verdienen, plus die 1000, damit wir... Das funktioniert einfach nicht. Ich habe zu hohe Ausgaben. Aber ich brauche das Zeug. Das ist ja das Problem. Du hast am Anfang nicht genug Geld. Wir können auch nochmal einen neuen Spielstand anfangen, obwohl ich das Restaurant jetzt so in dem Sinne ganz schnucklig finde. Dann macht jetzt Carlos bitte Pause. Carlos, tu einfach mal nichts. Okay? Fein. Wir haben zwei weitere. Und so viele Kunden stehen gerade nicht da. Das passt soweit. Das muss man auch noch koordinieren. Na, du musst die Energie von denen im Auge behalten. Feng ist jetzt wieder voll da. Das wird schon. Mal gucken. Wenn wir es jetzt einfach mal ein paar Tage laufen lassen, unsere Beliebtheit so bleibt, wir vielleicht noch einzelne Gerichte teurer machen, dann könnte das so funktionieren. So, was ist jetzt hier wieder los? Wo war sie denn jetzt hier? So, jetzt haben wir die geskillt. Gut. Ich hab's ja aufgebraucht, das wischen jetzt. Zeigt mir da oben aber immer noch an. Finde ich komisch. Na egal. Und ich finde es echt scheiße, dass ich kein Licht anbringen kann. Das macht noch mal ein ganz anderes Ambiente, wenn ich Licht anbringen kann. Ah, Licht! Das war zu laut. Ich habe übersteuert. Ich habe es eigentlich schon gut eingepackt. Es müsste schon so gehen. Ne? So, jetzt ist der Abend da. Carlos hat genug Pause gemacht. Ich brauche euch drei jetzt. Das könnte jetzt gegebenenfalls sehr ungemütlich werden, wenn wir nicht genug Personal haben. Ne, weil es merkt man, es kommen auf einmal mehr Leute. Felix darf kurz eine Pause machen, aber nur kurz. Im Moment kriegen sie es noch hin. Carlos ist wieder fett motiviert. Nee, ist er nicht, aber ist ja egal. Der Abend ist da. Jetzt haben wir Stoßzeit. Die Leute kommen essen. Im Moment geht es mit zwei Kellnern. Ich werde das im Auge behalten. Aber Felix braucht die Energie jetzt. So. Vier ist immer ein Tisch. Zweier Tische sind noch zwei frei. Also für ein romantisches Date zu zweit haben wir immer Platz. So, jetzt wird's haarig. Es stehen vier Leute draußen, keiner reagiert. Okay, Felix, tut mir leid, deine Pause ist vorbei. Zack, zack, zack. Die vier Leute sind weg. Ich hasse euch. Aber jetzt fängt's an. Jetzt ist es so, dass wir den Felix benötigen. Wir machen Plus. Das ist klar. Aber noch nicht genug, um das Minus da oben ordentlich wegzukriegen. Ja, ja, ihr hasst mich. Ist mir egal. So, jetzt sieht doch das aus. Die ganze linke Seite ist komplett voll. Wir haben nur noch drei leere Tische. Das ist ein gutes Resümee. Vier Leute stehen draußen. Die kommen jetzt aber auch rein.
So, jetzt ist das Ganze hier gleich voll. Obwohl, ja, ich denke. Ach, die Kunden gehen mir auf den Sack. Die werden alle noch zahlen. Wie viel sie zahlen, wissen, weiß ich nicht. Aber ob wir unter 2000 minus bleiben werden, das ist mir keine Ahnung. Drei Personen stehen draußen. Na los, Felix, hol die Leute. Jawohl. Das war eine gute Entscheidung, den jungen Mann einzustellen. Felix hat gute Skills. Er bringt die drei rein, setzt sie dahin und nimmt die Bestellung auf. Gehe ich mal davon aus, dass es so ist. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen gucken, ob wir es runterwirtschaften können. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Wir sind bei 80 Like. Gut. Das ist gut, das ist gut. Ein Gericht ist noch zur Abholung da. Drei werden noch gemacht. Ja. So. Mal schauen, wie weit wir es noch machen. Also ich warte jetzt den Tag ab. Wir haben noch ein bisschen. Das läuft ja im Sekundentakt rückwärts. Das seht ihr ja und nicht, weil meine Webcam davor ist. Wir haben hier unten eine kleine Uhrzeit ablaufen. Wir sind im Moment bei 59. Und das läuft im Sekundentakt rückwärts. Und das heißt, wenn wir bei 12 sind, das zählt auf 12 Stunden in dem Sinne und dann ist der Tag vorbei. Und das ist ein ganzer Arbeitstag hier. So, die Tische leeren sich langsam wieder. Leute sind draußen. Die werden reingebeten. Absolut in Ordnung. Absolut in Ordnung. Leute rein, raus, das ist absolut okay so. Wir haben über die Hälfte der Tische gefüllt. Ja. Guck mal, die Leute, denen passt es nicht, was ich da mache, aber es ist mir egal. Es müssen vier noch zahlen. Vier werden gleich bezahlen. Vier haben bezahlt. So ein Scheiß aber auch. Ja, mengenmäßig. Ja, genau, zwei. Perfekt. Daher die Zweiertische. Einen Zweiertisch haben wir noch. Vierertische machen natürlich mehr Kohle. Ich habe gerade gedacht, warum bringt er die einzelne Person nicht an den Zweiertisch? Nee, es sind drei. Okay, alles klar. Ja. An was für Tischen sitzt ihr denn eigentlich so gerne im Restaurant? Also ich habe gern das Restaurant im Blick, um zu sehen, wer da so rein und rausläuft. Und ich möchte immer gern den Verkehr beobachten. Also ich habe zum Beispiel hier in der Stadt nebenan, habe ich, da gibt es einen Italiener, wo ich sehr gerne hingehe. Und da, der ist so ein bisschen erhöht, das heißt, du kannst runter auf die Straße schauen und der hat die Tische so an der Wand, unter den Fenstern, an den Fenstern so entlang. Und ich sitze sehr gern am Fenster, dass ich dann unten da den Verkehr beobachten kann. Und dann kann man so schräg vorschauen und da ist dann auch der Eingang, da sieht man dann immer, wer rein und raus läuft. Und man sieht, ab einem gewissen Tisch sieht man halt in den nächsten Nebenraum, weil da noch ein Nebenraum ist. Und den Bereich, wo der Pizzaofen steht und das alles, wo die Pizzas gemacht werden, die hat man auch schön im Blick. Das ist absolut cool. Also es ist, und vor allem, er ist lecker. War schon eine Weile nicht mehr da. Ich kann mir auch vorstellen, dass der durch Corona jetzt auch die ganzen Preise hochgejagt hat. Ich habe vor kurzem ja gelesen, durch die ganzen Lebensmittelpreise, die ja gerade so in die Höhe schießen, von einem Restaurantbetreiber gelesen, der gesagt hat, er möchte das nicht auf seine Kunden abwälzen, weil sonst bleiben ihm irgendwann die Kunden aus. So, was bedeutet das? Das ist eigentlich ein Rattenschwanz, das heißt, die Lebensmittelpreise gehen nach oben. Die Restaurantbetreiber müssen das teuer einkaufen. Wenn sie sagen, ich setze das nicht um, dann kann halt eben passieren, dass die sich kaputt wirtschaften müssen, weil die ihre Ausgaben nicht mehr gestemmt kriegen, weil das, was sie ausgeben, nicht mehr reinkriegen. Und so müssten sie eigentlich auf Menge arbeiten, also so viele Leute wie möglich, um das Ganze noch am Laufen halten zu können. Das heißt, Deutschland ist gerade dabei, sich selbst abzuschaffen, nur mal so am Rande. Also, das jetzt dazu.
Also wir sind ein ganzes Stück unter minus 2000. Gut, nach dem Tag, der gleich endet, haben wir gleich wieder ein bisschen mehr drauf. Wir sind bei minus 1793. Die restlichen Kunden, die da so sitzen, die zahlen ja noch. Der ist von der Energie auch schon ziemlich kaputt. Aber ich denke, das müssten die jetzt auch alleine schaffen. Felix, du darfst Pause machen. Ist ein bisschen spät, ich weiß. Aber das müssten die zwei jetzt noch gestemmt kriegen. Carlos ist noch gut dabei. Felix ist nicht mehr so gut dabei. Felix ist jetzt auch durch. Nicht unterschätzen, der Balken lädt sich zwar wieder auf, das seht ihr hier, aber seine Moral sinkt. Das heißt, er ist nicht mehr mit Freude und allem dabei. Ihm macht es auch keinen Spaß mehr und deswegen sind die Pausen notwendig. Und ich finde das so ein bisschen, naja, weiß nicht. So, der Tag ist so vorbei. Das sind die letzten beiden Kunden, die wir haben. Wir sind bei minus 699 Dollar gelandet. Das war ganz gut. Wir werden halt jetzt gleich weiter ins Minus schippern. Wir müssten eigentlich das Doppelte einnehmen, damit wir das schnell ausgleichen könnten. Was wir aber leider nicht hinkriegen, denn wir müssen ja das so hinkriegen. Muss ja so sein. Und die sind alle angepisst. Egal was ich mache, es sind alle angepisst. Ich bin bei 96 Beliebtheit. Und jetzt mal schauen, was die Ausgabenliste sagt. Ich habe Angst davor. So. Jetzt schmeiß ich mir einen Kopf. Komm. Hallo. Jetzt. Wir haben noch mehr Minus gemacht jetzt, weil ich natürlich von den ganzen Sachen, die ich machen will, noch höher gegangen bin. Ich habe einen Kellner eingestellt. Das fällt da natürlich mit rein. Popularität 22 bringt mir in dem Moment jetzt erstmal nicht viel. Meine Mitarbeiter sind ganz gut dabei. Wir sind alle über die Hälfte hinaus. Felix natürlich der Beste, aber er hatte von Anfang an die meisten Skills. So. Jetzt lass uns da noch mal reinschauen. Ich werde den Tag jetzt nicht mehr starten, nur mal so am Rande. Ich möchte mir jetzt nur mal meine Sachen anschauen. So. Wir sprechen gerade im Moment am meisten an. Sparfüchse. Geringverdiener. Besserverdiener. Nur zu 25%. Die Touristen. 25%. Da wir hier an einem gut befahrenen Dings sind, von der Lage her. Vegan, Vegetarier, Veganer finden ein bisschen was. Der Rest interessiert mich eigentlich relativ. Wir sollten das hier eigentlich komplett voll kriegen. Dann müsste das alles gar kein Thema sein. Mitarbeiter. Durchschnittliche Gehälter. Ich kann mir gar nicht mehr leisten. Eigentlich sollte ich niedrige Gehälter, aber das ändert sich dann natürlich wieder an der Arbeitsmoral, was natürlich nicht gut ist. So, wir haben hier schon einiges mit drinne. Gut, gut, gut. So, dann machen wir mal hier unten weiter. Was ist das? Chefadministrator. Neueste Reviews. Dashboard. Reviews. Also mit der Einordnung haben sie exquisite Arbeit geleistet. Und die Preise sind für ein Restaurant wie dieses wirklich gut. Das einzig Negative war, ihr Essen hat nicht nach nichts geschmeckt. Na gut, ich bin bei den Lebensmitteln ja auch noch am Skillen. Ich sollte vielleicht gerade ein bisschen auf die Gewürze gehen. Dass wir da noch ein bisschen variieren. Essen ist nicht so dolle. Dem ist okay. Ambiente und das ist alles supi. Da müssen wir großartig nichts verändern. Das finde ich gut. Wir müssen noch weiter mit dem Essen arbeiten. Das ist klar. Kommt wahrscheinlich auch immer drauf an, was sie gerade gegessen haben. Ja. Okay. Generell ist es gut. Langsam sinkt das Essen. Hier Service ist nicht mehr so besonders, da müssen wir auch noch ranklotzen. Halt, Stadtplan, da will ich gar nicht hin. Das ist traurige Gewissheit. Wir haben Februar, es ist ein normaler Wochentag. Skillpunkte einen. Wir müssen jetzt mal, genau, gehen wir hier nochmal rein. Ich habe 6 Skillpunkte. Was heißt das Sternchen?
Ich bin okay. Gut. Supi. Wir machen das jetzt so. Wir haben. Moment. Ich habe 6 Skillpunkte. Das ist eigentlich gar nicht so einfach. Ich kann 3 Sachen skillen. Es ist nur die Frage, was. Ne? Das ist immer so ein Kohlenhydrate, Fleisch, Burger, Fisch, gegrillter Fisch. Fürs nächste brauche ich 3. Ich würde aber hier nochmal auf Fleisch gehen. Genau. Dann übernehmen wir das. Warum sind jetzt noch 4 übrig? Ich habe doch gerade Fisch geskillt. Ich habe gerade Fisch geskillt. Ich muss das jedes Mal einzeln. Hä? Machen wir das. Gut, okay. Ich kann halt nur einzelne Sachen skillen. Die kriegen gar nicht so viele dazu. Jetzt gehen wir mal hier drauf. Wir haben nur einen übrig. Das machen wir damit. Sie hat 2 übrig. Das heißt, wir werden sie jetzt in den Hauptgerichten skillen. Und Feng hat nichts mehr offen. Doch, das da. Okay. Und du hast keine. Okay. Lebensmittel. Hier haben wir auch genug Skillpunkte. Geht mal zu den Gewürzen. Wir brauchen ein bisschen Gewürze, da wo wir noch ein bisschen mit mehr umgehen müssen. Koriander, Kapern, Kardamom. Hau einfach mal überall was drauf, so ein bisschen. Dill, Estragon. Nein. Nein! Nein! Also gut, hier, da. Na, wer kennt's? Und jetzt noch 1 ausgelebt mit Paprika. So, dass wir die Gewürze so ein bisschen hochkriegen. Weil ohne Gewürze schmeckt's natürlich nach Grütze. Das muss natürlich nicht sein. So. Was sagen denn die Mitarbeiter? Wir könnten... Was heißt denn das eigentlich? Frage Bekannte, ob sie jemanden kennen, der bei dir arbeiten möchte. Kosten $100. Bezahle eine Leiharbeitsfirma, wenn du dringend Kellner oder Köche brauchst, ist es am besten, eine Leihfirma zu bezahlen, die dir geeignete Mitarbeiter vermittelt. Ja, aber die zahle ich ja auch im Monat. Und 500 sind mir... Das mache ich lieber so. Menükarte. So. Wir haben scharfes Brathähnchen. Kann ich nicht machen, mir fehlt die Fritteuse. Wir müssen schauen. Hauptgerichte. Wir müssen praktisch das so ein bisschen anheben. Steak und Kartoffeln muss teurer werden. Und sonst ist hier nichts eigentlich im unterbezahlten Bereich. Beilagen können wir zumindest mal anheben. Suppen können wir erstmal lassen. Salate hier mit Pute machen wir einen teurer. Und den Kabel ja auch. Leichter Salat ist in Ordnung. Das ist auch so okay. Quicholaine und das ist ja nicht teuer. So, dann übernehmen wir jetzt das erstmal so. So können wir auch noch ein bisschen mehr machen. Jetzt muss ich mal, ich weiß gar nicht, ob das automatisch speichert, wenn ich das jetzt so alles angebe. Sonst muss ich das Ganze nämlich nochmal einstellen. Aber ich muss jetzt dringend eine Pause machen. Mal was essen. Wir haben 11:45. Wir gehen mal hier rein. Wir laden mal das Spiel. Hä? Zurück? Oh, bitte nicht. Sag mir nicht, dass mein Spielstand weg ist. Der muss doch gespeichert haben.
Wetter ist heute? Warum hat er meinen Spielstand nicht gespeichert? Verflucht, unser ganzes Ding ist weg. Wieso hat er nicht gespeichert? Willst du mich verarschen? Ey, das kann nicht sein. Warum hat er nicht gespeichert? Das macht er doch normalerweise automatisch. Das müsste jetzt hier drin sein. Friss die Katz. Was sind meine anderen Spielstände? Hat er einfach nicht gespeichert. Willst du mich verarschen? Okay, ja, ich würde sagen, ich beende hiermit das Let's Show, weil der hat den Spielstand tatsächlich nicht gespeichert. Warum auch immer, das macht er normalerweise immer automatisch. Und es gab ja auch gerade keinen Button, wo ich hätte auf Speichern gehen können, wo ich rausgegangen bin. Wäre mir neu, dass es nicht da drin ist. Also verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Naja, gut, okay. Ihr habt das Spiel jetzt gesehen. Das soll hier auch nur ein kleines Let's Show sein. Ja, Let's Show. Klein vor allem. Wenn euch das Spiel gefällt, zieht es euch in Steam. Kostet, wie gesagt, 20 Euro. Ihr seht, ihr habt verdammt viele Möglichkeiten, um euren Avatar zu skillen, um eure Angestellten zu skillen. Ihr könnt Werbung machen und gucken, dass ihr alle Leute ansprecht und. Der Content ist so richtig Ding und es gibt viele Stunden Spielspaß. Ich nehme seit 3 Stunden auf. Ja, wie gesagt, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da, das wäre ganz toll. Schreibt mir in die Kommentare, was euch an dem Spiel gefällt oder auch nicht. Oder ob's, vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, die ich so spielen könnte, was so Kochsimulatoren und Tralala betrifft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Let's Play oder Let's Show, je nachdem. Und dann sehen wir uns einfach bis dahin dann. Also, ciao, ciao, eure Mary Sunshine.